Der letzte Weihnachtsbaum. Da stehen sie alle beieinander, eins ans andere gelehnt, die Kleinen, die Mittelgroßen, die ganz Großen. Ein grünes Tannenbäumchen am andern. Kauft, liebe Leute, kauft frische Bäumchen, solange der Vorrat reicht, ruft der Weihnachtsbaumverkäufer und schlägt sich dabei seine blau gefrorenen Hände wieder warm. Hier und da richtet er ein umgefallenes Bäumchen wieder auf. Und dann strömen sie herbei, die Mütter, die Väter. Sie suchen in dieser Reihe, sie suchen in jener Reihe. Sie drehen die Bäumchen, sie wenden die Bäumchen. Jeder möchte den schönsten haben. Dem einen ist es zu breit, dem anderen ist es zu dünn, dem dritten ist es zu klein, dem vierten zu hoch. Und so suchen sie all mit einer Emsigkeit, mit einer Geschäftigkeit, bis ein jeder das passende Bäumchen gefunden hat. Es dauert gar nicht lange, da sind sie alle weg. Nur eines ist noch da, ein ganz kleines. Ein wenig struppig zwar, doch beileibe nicht hässlich. Keiner hat es gewollt. Von einer Ecke in die andere ist es geschoben worden, und so manches Zweiglein ist dabei abgebrochen. Da kommt der arme alte Mann vorbei, der in dem großen grauen Haus am Marktplatz in einem winzigen Zimmer unter dem Dache wohnt. Traurig schaut er das Bäumchen an. Er hat kein Geld, er kann es sich nicht kaufen. Da, Alter, nehmen Sie's mit, es ist doch bald Weihnachten, sagt der Tannenbaumverkäufer. Dankbar schließt der alte Mann das Bäumchen in die Arme und eilt damit in seine kleine Dachkammer. Er stellt es auf einen Tisch am Fenster. Und nun wird das Bäumchen mit einer Sorgfalt geschmückt, dass es sich am Ende selbst nicht wiedererkennen kann. Alle Liebe hat der einsame alte Mann aufgebracht, um sein Bäumchen zum schönsten der ganzen Stadt zu machen. Nun blickt es von seinem Tisch aus dem Fenster und sieht in die anderen Häuser rund um den Marktplatz. Da stehen sie nun, geputzt, geschmückt, von Kerzen bestrahlt, mit Lametta und Kringeln behangen. Doch keines ist so schön, denn keines hat so viel Liebe erfahren.